Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 mit dem HSV. Ja, mit was denn sonst? Letztes Spiel, erste Niederlage kassiert gegen Greuther Fürth. Heißt, wir sind jetzt nicht mehr unbezwingbar. Wir haben jetzt unser erstes Spiel verloren. War ein ziemlich seltsames Spiel. Irgendwie ist mir nichts gelungen in dem Spiel. Wo steht Fürth überhaupt? Ja, jetzt einen Punkt hinter... Ne, gleich sogar, gleich. Nur wir haben noch ein positives Torverhältnis. Nur man sieht schon an unserem Torverhältnis 4:3. Wir schießen sowohl wenig Tore als auch wir kriegen nicht so viel. Sieht man ja, wenn man mal mit oben vergleicht, Bayern zum Beispiel 16:2. Ja, also wenn wir da hoch wollen, müssen wir auf jeden Fall noch eine Menge machen. Markus Berg stand hier gerade, hier 1.10., könnt ihr es rechts in der Mitte in den News lesen. Unzufrieden mit seiner Rolle hier, unzufrieden mit Rolle in der Mannschaft. Also da lache ich ja nur drüber. Den haben wir doch, glaube ich, eingewechselt gegen Fürth. Habt ihr ja gesehen, was dabei passiert ist. Ich gucke gerade hier mal die Mannschaft durch, ob wir vielleicht irgendwas hier noch ändern könnten. Ja, Westermann ist leider immer noch verletzt. Verstauchtes Knie. Hier haben wir Bruma momentan drin. Ich gucke gerade, ob wir vielleicht noch einen besseren haben. Weil ich glaube, Schana ist schlechter. Und Aogo in die Innenverteidigung. Wer von beiden ist größer? Muss ich jetzt mal gerade gucken. Bruma. Ja, dann lassen wir doch Bruma erstmal da, wo er ist. Denn... vielleicht ist es besser für die langen Flanken, die Innenverteidigung, zwei große. So, was ändere ich denn noch? Spielerrollen, ich wollte gerade einfach mal alles nachgucken. Ja, das kann eigentlich so bleiben. Dann hoffe ich jetzt, dass wir gegen Mainz 05 vielleicht den zweiten Saisonsieg holen können. Gegen Dortmund hat es ja auch geklappt, nur jetzt irgendwie auf einmal nicht mehr ganz so. Ein Sieg, 5 Unentschieden, eine Niederlage. Dann geht es jetzt los gegen Mainz. Ja, wir sind Hamburger, natürlich. Trikot. Was ist denn unser Erfolgstrikot? Nehmen wir das dunkle, nehmen wir das hellblaue. Wir nehmen mal dieses hellblau gegen rot. So, Hamburger SV gegen erster FSV Mainz 05. 15. Oktober 2012. Anstoß, 7:45. Schiedsrichter ist Jascha Zurheide. Der HSV wie immer. Adler, Diekmeyer, Victorino, Bruma, Jansen. Davor Tesche und Jiracek, dann auf den Außen Beister und Ilicevic. Und vorne Van der Vaart und Rüdnevs. Mainz, irgendwelche besonderen Namen, die ich nicht kenne. Nö, kenne ich eigentlich alle. Und bevor ich jetzt... ich kann ja mal schon mal hier Start drücken. Ich wollte mich nochmal bedanken. Was hier in letzter Zeit mit meinem Kanal abgeht, ist der Hammer. FIFA Part 0... über 1200 Views. Alle FIFA-Parts so viele Views. Minecraft sogar einigermaßen viel. WWE viele Views. Ich glaube jetzt in einer Woche irgendwas mit 17 neuen Abonnenten. Also, was ist mit euch los? Einfach nur geil von euch. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 282 momentan. Ich bin schon bei den Überlegungen fürs 300er Special. Natürlich sind es immer noch 18 bis dahin. Nur, es ist wirklich so, momentan kriege ich am Tag... ja, 2, 3 neue Abonnenten. Das ist ja natürlich schon mal eine Leistung. Ach, da sind noch welche hinter. Ich versuche gerade dieses Skill-Game hier. Ah, hier muss ich jetzt drüber lupfen. Das hatte ich vorher nicht verstanden, das Spiel. Och, da mal nicht ganz richtig gelupft. Ich mache das hier gerade nur einmal so zu Ende. Ich will das nur einmal geschafft haben. Ja, das ist ein Treffer. Jawollo. Mal gucken, ob es gereicht hat fürs Bronze-Level. Was diese Punkte bringen, könntet ihr mir mal sagen. Das weiß ich nicht gar nicht. Silberlevel. Oh, das war schon das Silberlevel. Und es hat gereicht. Silberlevel abgeschlossen. So, dann kommen wir jetzt zum Spiel. Hamburger SV gegen Mainz 05. Mainz, glaube ich, auch mittelmäßig in der Tabelle, wenn nicht sogar weiter hinten. Und dann bin ich jetzt wirklich gespannt, ob wir hier was reißen können, ob wir vielleicht jetzt im Heimspiel gegen Mainz uns dieses Ganze hier endlich mal ein bisschen leichter gestalten können. Wir haben jetzt nach 7 Spielen 8 Punkte. Das ist nicht viel. Da könnten wir mal langsam ein paar Siege gebrauchen. Und ich stelle mir gerade schon mal schön, nämlich die Flasche zu trinken. Denn wenn ich so viel quatsche, muss ich auch immer mal wieder was trinken. Denn ich werde gleich auch noch WWE aufnehmen. Schön den Pay-Per-View, den nächsten. Und dann geht es wieder richtig ab. So, dann können wir jetzt eigentlich mal Start drücken und dann geht's jetzt los. Mainz 05 gegen Hamburg. Jetzt mal hier direkt drauf. Und ohne unseren Abwehrchef Westermann. War der gegen Fürth auch schon verletzt? Ich weiß das gerade nicht. Schon ein bisschen was her. Uiuiui, uiuiui, schon die ersten Szenen.
jetzt erstmal sicher hinten rausspielen. Und ihr hattet mir in den Kommentaren geschrieben, ich soll doch einfach mal vorm Tor querlegen. Nur irgendwie, das sind sweaty goals. Das weiß jeder, was mit anzufangen eigentlich mit dem Begriff. Das ist ziemlich ranzig, da regt man sich online drüber auf. Und ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen noobig ist, hier so die Tore zu machen. Das haben wir schon mit Düsseldorf immer so gemacht. Aber wenn es die Chance ist, dann werde ich es so machen. Jiracek. Van der Vaart. Jawoll! Auftakt nach Maß, 7. Minute, Raphael van der Vaart. Ich habe mir eure Bitte zu Herzen genommen, ihr habt ja geschrieben, schieß einfach mal früher drauf. Schön mit links zurück und dann van der Vaart mit links, ist natürlich eine Wucht. 1-0, jawollo. Aber das ist zu Hause, gegen Dortmund haben wir auch zu Hause gewonnen. Jetzt müssen wir das Ganze nur halt noch halten. Schön van der Vaart, schade. Komm, immer weiter drauf. Beister, da hat er ihn fast. Bruma, schön. Schön den Gegner gestört. Jetzt Ilicevic. Schön wieder raus auf Ilicevic. Schade, gestoppt. Jetzt einfach mal den Ball auf die Außen versuchen, aber der kommt nicht an. Ja, hier, Rincon, der spielt ja jetzt bei Mainz. Den haben wir am Anfang der Saison an Mainz verkauft. Quasi der Ex-Spieler. So, und jetzt Beister. Schön, schön nach außen auf Van der Vaart. Ja, schade. So, nach einer Viertelstunde steht es doch schon mal nicht so schlecht. 1-0 für uns. Ach, das war doch kein Foul. So, dann hier vorne mal direkt mit Rudnevs alles zustellen. So, jetzt Rudnevs. Ja, nimm den Ball mal an. Van der Vaart, geh. Boah. Kein Abseits. Ah, schade, Abseits. Das wäre auch, glaube ich, dann zu einfach gewesen. Ja, war knapp Abseits. Schöner Kopfball. Van der Vaart. Jetzt erstmal hier hinten wieder rausspielen. Jetzt der Ball auf Beister. Hier, komm raus, hier unten raus. Schön. Wir könnten Noveski. Ach, Dietmar ja noch ansprechen. Boah. Hä? Hat er mich da gerade nicht gehalten? So, das Ding gerade. Ach, da hat man den Ball fast. Jiracek, schade. Choupo-Moting. Ich glaube, der hat auch mal bei Hamburg gespielt. Aber nicht diese Saison natürlich. Tesche, komm, hol ihn dir. Schön. Ach, schade. Nein. Na, oh, schön. Wer stand denn da im Weg? Irgendeiner von uns stand im Weg und hat den Ball super abgeblockt. Eckball jetzt nur. Schön. Da hat sich einer auf jeden Fall gerade gut eingesetzt und so den Ball vom Tor gehalten. Moting. Ach, nein, ich habe nicht Viereck gedrückt, bin nur gegen den Ball gelaufen. Das war jetzt ein Elfmeter, klar, weil ich habe ihn halt umgelaufen, aber... So, Ivanschitz gegen Adler. Jawohl! Adler hält, genau wie online. Da bringe ich meine Freunde auch zur Verzweiflung, indem ich die Elfmeter halte. Wunderbar, René Adler hält den Elfmeter hier. Passt zu seiner guten Leistung in der Bundesliga momentan. Uiuiui, der Ball hätte... Oh, der Ball. Uiuiui. Schön, auf Jiracek. Gut, Netz. Ah, schade. Uiuiui, da haben wir den Elfmeter pariert. Den ersten von De Jong haben wir reinbekommen. Da hat er dreist in die Mitte geschossen. Aber jetzt gegen Ivanschitz, glaube ich, war es. Ja, doch, war Ivanschitz. Den haben wir gehalten. Ja, das gibt doch Zuversicht, dass es hier noch für uns positiv ausgeht, das Ganze. Und dann ist auch bestimmt unser Vorstand ein bisschen gechillt da drauf. Wenn wir hier mal auch 3 Punkte holen, dann wären wir nämlich bei 11 Punkten. Bei 11 Punkten. Das würde denen bestimmt schon besser gefallen als nur harmlose 7. Oder 8 gerade. So, Beister. Der ist schnell, deswegen ziehe ich hier einfach mal an allen vorbei. Ich versuch's zumindest. Komm, pass rein. Rudnevs! Da ist es. Antion Rudnev. 35. Minute 2-0. Ja, Wollo. Schön außen rumgegangen. Und da wollte ich eigentlich hier die Nummer 23 Van der Vaart anspielen. Aber wenn es so einfach geht, dann macht Rudnevs halt die Kiste. Sieht doch schon richtig gut aus hier. Auf Rudnevs jetzt hier direkt wieder. Direkt wieder stürmen hier. Ah, schade, Ball verloren. Aber kann ja nicht alles funktionieren.
Ui, da hat der Keeper aber gerade den Ball einfach mal blind weggekloppt. Hauptsache weg das Ding. So, direkt wieder anspielen. Beister und Diekmeier. Richtig starke Seite haben wir hier. Ja gut, das war jetzt mal ein Fehlpass, aber kann ja mal passieren. Weil Diekmeier und Beister, beide ziemlich schnelle Spieler. Da haben wir eine gute Seite. Schön auf die Außen, auf Elite. Ah, den kriegt er, aber der verspringt dann zu sehr. Jansen, unser neuer linker Verteidiger quasi. Aogo habe ich ja mal rausgetan. Schön. Ach komm, den muss er doch haben. Oh, Muting. Ah, gut, gut. Ach komm, der Ball muss raus, der Ball muss raus. Komm. Schön von Bruma. Und jetzt geht's wieder nach vorne über Van der Vaart. Lang geschickt. Rudnevs, er kriegt den nicht. War auch ein bisschen schlampig gespielt, das Ding. So, dann ist jetzt gleich Halbzeit und wir führen 2-0. So viele Tore haben wir gerade mal gegen Dortmund in einer Halbzeit gemacht. In beiden Halbzeiten gemacht. Da, jetzt schön wieder nach vorne, aber ich glaube, er wird jetzt eh abpfeifen. Ja, da pfeift er ab. Erste Halbzeit. 2-0 gegen Mainz. Da bin ich mit zufrieden, auf jeden Fall. Die typischen Torschützen wieder. Van der Vaart und Rudnevs. Wir werden jetzt auch erstmal so weiterspielen mit dieser Elf. Die gefällt mir. Ist halt unsere Startelf. Da brauche ich jetzt nicht so andere Lam, Aslan, Son oder so einwechseln. Das funktioniert ja auch so. Okay, der Ball war mal irgendwo hin. Ah, ich dachte, den kriegen wir vielleicht noch. Schade. So, dann bin ich jetzt gespannt, ob Mainz überhaupt noch was bringt oder ob sie sich jetzt hier kampflos abschlachten lassen. Dann könnten wir vielleicht noch ein Tor machen. Wäre natürlich schöner, wenn wir hier noch einen machen können. So ein 3-0, das ist schon was. Rudnevs, ah, schade. Van der Vaart, raus auf Beister. Beister, reinchippen. Ach, schade, abgefälscht und dann kam Rudnevs nicht mehr hin. Komm, nimm dir den Ball und wirf. Schön, auf Ilicevic. Einfach mal versuchen, eine Flanke. Rudnevs! Ah, klasse Parade vom Keeper. Schade, aus kurzer Distanz hat er da den Reflex rausgeholt, der Keeper. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hinten nicht den Anschlusstreffer kassieren. Komm, Bruma, drauf, schön. Schön einmal drüber gechippt. Komm, biete dich an, Beister. Wieso geht Beister jetzt nicht die Linie? So, wer ist da? Wer ist da? Jansen, gewinnt das Kopfballduell. Schön, Tesche. Souverän, jetzt wieder nach vorne spielen. Jansen. Ilicevic, jetzt bräuchte ich lang. Jansen, jawohl. Jawohl, der zieht. Flanke rein. Ja, wieder abgefälscht, schade. Jetzt haben wir gleich eine Stunde rum. Ja, René Adler, 4 Ligaspiele ohne Gegentor. Insgesamt natürlich, wir haben ja natürlich gegen heute für... Boah, schlechter Einwurf, gegen Fürth haben wir natürlich einen gekriegt. Das habt ihr ja alle miterlebt. Asamoah, letzte Minute. Boah, hätte ich da schreien können. Jiracek, schön, Eli... Ah, da rennt er mit dem Ball in den Gegner rein. Uiuiui, Adler, schön. Schön, Adler auf jeden Fall einer der besten bei uns. Heute Elfmeter gehalten und gerade diese geile Aktion. Aber ich will es nicht hervorbeschreien, dass er sich dann einen Fehler leistet. Gegen Fürth dachte ich auch, er würde einfach rauslaufen und den Ball wegtreten. War aber dann scheint doch was langsam. Rüdner, super den Ball hier erkämpft. Komm, den müssen wir einfach immer vor dem Ball bleiben. Komm, Rüdnevs. 3-0. Unser Goalgetter quasi wieder. Wunderbar gemacht. Das hat er sich selber erarbeitet. Das Tor an der Mittellinie, den Ball zurückerobert. Und dann einfach hier trocken mit links. 3-0. Hat also doch was gebracht, seit ich ein bisschen online gespielt habe. Erst funktionierte mein FIFA Online nämlich nicht, aber jetzt geht's momentan. Hat also was gebracht, dass ich... Oh, nicht zu viel quatschen, Jung. Adler! Gut, den trifft er nicht. So, dann werden wir doch jetzt mal wechseln. Also ich habe halt online ein bisschen geübt, so ein bisschen Passspiel, Spiel nach vorne, damit ich nicht immer hier so verkacke. Dann bringen wir jetzt mal Son vorne für Rudnevs. Und wie sieht der Rest aus? Ich will ja nicht, dass sich hier noch einer verletzt. Ach, den Rest lasse ich erstmal so drin. Dann hat Rudnevs seinen verdienten Feierabend. Wunderbar, 2 Tore gemacht. Gehen wir jetzt hier weiter in die Offensive. Wir hören jetzt auch gar nicht auf. Hinten reinstellen ist ziemlich langweilig. Deswegen einfach weiter nach vorne. Vielleicht noch ein paar Tore schießen.
Versuch einfach mal. Oh, genau so, genau so. Ah, schade, der war ein bisschen schlampig gespielt. Vanderfahrt, schön. Tesche auf Diekmeyer. Flanke, ja, die ist nicht ganz platziert. Oh, jetzt ist es 2 gegen... komm, den muss einer haben. Shit, Saloy. Oh, schön. Nein, hallo, weg damit. Weg damit. Schön. Haben sie schön geblockt, ja. Jetzt ist da ein bisschen Kuddelmuddel in der Mitte. Jetzt müssen wir hier einfach den von der Flanke... Schön rausgeköpft, Jungs. Schön gemacht. Ja, du musst mal mitgehen, Beister. Schön raus auf Tesche. Kein Abseits auf Ilicevic. Ach, da wollte ich noch am Keeper vorbeigehen. Schade. Schade, schade, schade. Wäre ein wunderschöner Konter gewesen. Wäre gewesen. Ach Mist, der war ein bisschen viel gehofft, der Ball gerade. Hatte ich gehofft, dass da so ein wunderschöner Ball rauskommt. Ja. Jetzt hier nicht das ganze Passspiel versauen. Oh, Glück gehabt. Da bin ich reingegrätscht. Ich hoffe, da kriegen wir nicht noch eine gelbe Karte für, weil Van der Vaart kann ich nicht gebrauchen, dass der nachher irgendwann gelb gesperrt ist. Komm, Victorino, hol ihn dir. Weg damit. Weg damit. Schön. Beister. Boah, Beister, tippt dir den Ball doch nicht so weit vor. So, jetzt komm, Konter. Beister, gib mal was. Schön. Son, genau nach da vorne. Kriegt den einer. Van der Vaart. Geil. Geiles Tor. Raphael Van der Vaart. Da hat er ihn einfach überlaufen und wir sehen schon, er hat die gelbe Karte kassiert. Und dann locker, trocken mit links unten in die Ecke. Ja, da haben wir jetzt unsere gelbe Karte kassiert. 4-0. Geil, geil, geil. Aber ich glaube, Mainz war 16. Das fällt mir, glaube ich, gerade ein. Ich habe das Bild noch im Kopf. Die waren 16. Also ganz unten. Schön, Van der Vaart auf Son. Ah, alles kann nicht gehen. Ja, schade. Schade, schade, schade. Aber Mainzer hatten ja ihre Chancen. Den Elfmeter, die geile Parade von Adler eben. Also wir haben scheinbar eine gute Mannschaft, denn wir haben hier einen geilen Keeper, geiles Mittelfeld, gute Stürme, einen guten Stürmer. Son, ja, den muss er jetzt... Oh, schade, bisschen schlecht. Aber 4-0, das ist doch mal eine Antwort von unserer Mannschaft auf dieses gammelige 0-1 gegen Fürth. Boah, komm, holen dir. Komm, kein 4-1 mehr, das würde jetzt den ganzen Tag kaputt machen. Schön. Schön, kriegen wir noch einen Konter hin? Nee, kein Konter mehr hin. Spiel ist aus. Zweimal Rudnevs, zweimal Van der Vaart. Wer eigentlich sonst, frage ich mich gerade. Ja, Son, ja, du hast noch ein gutes Spiel geleistet. Du bist halt unser Edeljoker. Tore brauchen wir uns nicht mehr angucken. Ja, Van der Vaart, Spieler des Tages. 9,7. Ach du Jemine, das ist verdammt viel. Adler nur 7,7 finde ich ein bisschen unfair. Der hat einen Elfmeter gehalten und geile Paraden etc. Rudnevs hat auch 9,4. Ach du Jemine. So, mit diesem geilen Heimsieg. Es ist einfach Heimspiele, das ist immer gut. Dortmund 2-0 zu Hause geschlagen. Ich verabschiede mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.